Enos zum Gruß und herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Einem Klassiker, wahrhaftig kann man sagen, der 1999 zum Erscheinen auch des Films sein Debüt gab, und zwar Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung, oder zu Original auch The Phantom Menace. Genauso wie auch schon Star Wars Pod Racer mit der Playlist, die sich auf meinem Kanal befindet, ist dies nun offiziell das zweite Spiel im kanontechnischen Bereich der Star Wars Saga. Und ich bin mega hyped. Ich hatte eben gerade schon mal einen Testlauf unternommen, allerdings bin ich davon extremst ausgegangen, das Spiel sei nun komplett auf Englisch. Glücklicherweise nicht, aber diese Einstellungen finden sich nicht in den Optionen selber, sondern außerhalb davon. Dementsprechend musste das Spiel nochmal in Gänze neu gestartet werden. Und das ist nun jetzt mit euch gemeinsam offiziell auch für mich die erste ernstzunehmende Aufnahme dieses Spieles. Man hat es im Star Wars typischen Rollen, also im rollenden Schrifttext vernehmen können. Die Handelsrouten in die äußeren Systeme sind umstritten und die Handelsföderation hat eine Blockade um den friedvollen Planeten Naboo errichtet, um ein Stück vom Kuchen abzuhaben. Währenddessen, wie es in der Politik sowohl auf unserem Planeten als auch in sämtlichen anderen Universen anscheinend der Fall sein mag, malt die Politik sehr, sehr langsam. Und dementsprechend hatte der oberste Kanzler des Hauptzentralgestirns Coruscant zwei Jedi-Ritter entsandt, um quasi sich diesem Problem einmal anzunehmen. Und zwar jene beiden, die wir hier im Hauptbildschirm nämlich sehen können. Und zwar zu der linken Qui-Gon Jinn, ein sehr spiritueller Jedi, ein Jedi-Ritter, der quasi nicht im obersten Rat der Jedi etabliert ist, weil er halt mit seinen Ansichten doch ein wenig von Zeit zu Zeit querschießt. Welches man sehr, sehr gut im Roman von Star Wars Meister und Schüler entnehmen kann. Einen zwar nicht kanonrelevanten Roman, allerdings einer sehr, sehr schönen Geschichte, die mein Bruder mir ans Herz lag und ich unter Umständen für den ein oder anderen Interessenten von euch da draußen ebenfalls nur nahelegen möchte. Welches zeitlich von der Abhandlung noch ein wenig vor Episode 1 spielt. Darum soll es jetzt aber nicht wirklich gehen. Wir machen nämlich weiter mit dem kleinen Exkurs dieser beiden Figuren. Zu seiner Rechten sein Schüler und Padawan, Obi-Wan Kenobi. Jemand, der sich später herausstellen sollte als der Mann des High Grounds. Das liegt natürlich noch alles in ferner, ferner Zukunft. Und diese beiden Rollen an sich, sowohl Meister als auch Schüler, haben einen so immensen, riesigen Impact auf den roten Faden, den riesigen Handlungsstrang in der Star Wars Saga. Es ist Wahnsinn. Also grundsätzlich, diese beiden Rollen haben ja Star Wars geprägt, kann man sagen. Natürlich nicht nur diese beiden, aber sie haben ebenfalls einen sehr großen Stellenwert im Kanon inne. Wir schauen mal, dass wir hier die Stimmen noch ein wenig nach oben gehen. Vibration kann ruhig aus. Steuerung muss ich mir erstmal ansehen. Nächste Waffe ist R2. Vorherige Waffe L2. Auch schön, diesen wirklich altbacken PlayStation 1 Controller zu sehen. Okay, abrollen oder Rolle tue ich mit L1 anscheinend. Und dann mit den Richtungstasten. Oder mit dem Analogstick. Rennen R1. Machtstoß, Dreieck. Wahrscheinlich Knöpfe drücken mit Kreis. Sprung X und Viereck ist der Angriff.
Ja, was gäbe es denn ansonsten? Ja, Sprung soll schon auf X bleiben, so wie man es halt gewohnt ist. Okay. Dann haben wir erstmal alles, denke ich mal. Und je nachdem, wie sich die Situationslage nun auf dem großen Kriegsschiff der Handelsföderation, wie sich da die Situation nun nach der Anlandung dieser beiden entwickelt, das sehen wir hoffentlich in Kürze. Und damit, lasst uns beginnen. Neben dem Pod Race, was ja quasi noch irgendwo dazwischen gespielt hat, oder teils technisch auch davor, wenn man halt alle anderen Rennen natürlich mit einbezog, sind wir nun ja beim Beginn der tatsächlich ersten Haupthandlung des Star Wars Kanons voll und ganz mit drin. Ich habe ein ungutes Gefühl. Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand vernebeln. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Wenn der Vizekönig der Handelsföderation eintrifft, müssen wir ihn davon überzeugen, das System zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Die Vizekönige der Handelsföderation sind Feiglinge. Dieses Treffen wird nur von sehr kurzer Dauer sein. Trotzdem, erwarte das Unerwartete. Willkommen. Ich bin TC-14, Protokolldruide und Diener der Handelsföderation. Das ist ja schön und gut, aber es strömt ein wenig Gas aus. Hi. Servus, Leute. Okay. Ja, die, Es scheint, als würde die Handelsföderation einen Angriff auf Naboo vorbereiten. Das ist, wohl wahr. Ich muss jetzt gerade mal gucken, nee. Einstellungen. Ich hoffe mal, ihr könnt das auch sehen, was ich hier gerade sehe. Wartet mal, Einstellungen, Anzeige. Okay. Ich hoffe mal, das hat jetzt der Sache keinen Abbruch getan. Wenn wir den Hangar erreichen, finden wir vielleicht eine Möglichkeit zu fliehen. Das ist wohl unsere beste Möglichkeit, Qui-Gon. Ja, es war ein Tötungsversuch, der hier straight mal unternommen wurde. Und natürlich darf man nicht vergessen, das Spiel ist von 1999, also die grafischen Möglichkeiten sind ja alles andere als fantastico. Wir werden alles brauchen können, was uns in die Hände fällt, wenn wir dieses Schiff lebend verlassen wollen. Absolut richtig. Thermaldetonatoren. Denke immer daran, die Macht ist dein Verbündeter. Ja. Achso, das war die Rolle. Okay. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung gerade zurechtfinden. Du es bist, Obi-Wan. Ah, das war der Machtstoß, der sich hier auch wieder auffüllt. Ja, ich meine, steuerungsgemäß, das ist natürlich gar nichts mehr aktuelles, ne? Keine Frage. Aber ich muss persönlich sagen, scheint, als würde die Handelsföderation einen Angriff auf Naboo vorbereiten.
Beide Sprecher, sowohl Qui-Gon als auch Obi-Wan Kenobi, werden hier im Spiel oder wurden damals zu der Zeit genauso synchronisiert wie auch im Film. Obi-Wan Kenobi gesprochen von Philipp Moog und Qui-Gon Jinn von Bernd Rumpf. Diese B1-Droiden, die ja quasi das Rückgrat der Handelsföderation darstellen als Wachpersonal oder auch Besatzungstruppen, diese werden wir zuhauf höchstwahrscheinlich hier noch in diesem Spiel zu Gesicht kriegen. Finde heraus, wie wir diese Tür öffnen können. Beeile dich! Ja, Moment. Ein Astromech. Aber nicht jener, den wir für R2-D2 halten können. Ich möchte mich ja erstmal umsehen. Da ist noch ein Knopf. Da ist auch noch einer. Aha. Die Steuerung ist wahrhaftig gewöhnungsbedürftig. Blaster. Aber das ist grundsätzlich sehr unzivilisiert. Ich denke mal, das werden wir nicht nehmen. Hier kann man sehr gut sehen, dass die Handelsföderation die Königin von Naboo schon unter Umständen wahrscheinlich seit längerer Zeit auch spioniert. Königin Amidala. Einst geschauspielert worden von Natalie Portman. Irgendwo hier muss sich eine Kontrollkonsole befinden, mit der man die Tür öffnen kann. Moment, bevor ich da jetzt den öffne. Was gab's hier noch? Gab's hier irgendwas? Die Tür ist offen. Schnell. Ja, Moment, dann. Ach, das war wahrscheinlich wieder ein Medipack, ne? Den lassen wir erstmal. Die Wahl liegt bei dir, mein Schüler. Ja, wo lang? Das ist jetzt die Frage, ne? Also dezentes Abblocken tut er hier von alleine, wie mir scheint. Muss sich eine Kontrollkonsole befinden, mit der man die Tür öffnen kann. Schemenhaft zu erkennen, aber trotzdem ja, wieder zu erkennen das Merkmal. Wir haben hier ein Holobild des Krebsdruiden, des Droidika. Meiner persönlich nach besten. Ich halte dir den Rücken frei, während du nach der Kontrollkonsole für die Tür suchst. Hier unten ist es auch nochmal besser zu sehen. Mein absoluter Lieblingskampfdroide. Warte mal eben, Qui-Gon. Ich will mir mal den anderen Weg hier ansehen. Oh. Gerade davon gesprochen, das sind nämlich die Droidika. Habe ich auch noch nie gesehen an so einer Haltevorrichtung. Ach du Scheiße! Oh. Au, au, au. Die Frage, sollen wir da überhaupt schon lang? Ich weiß es nicht. Okay, das verschwindet glücklicherweise nicht. Machtstoß werde ich mal an den guten Kollegen ansetzen. Nee. Doch. Jawohl, okay. Es hat seine Zeit lang gedauert, aber es hat funktioniert. Aber was genau hat uns das gebracht? Wahrscheinlich gar nichts. Nee, hier scheint nichts weiteres zu sein. Aber unser erster Druidiker-Kill, kann man sagen. Gut, und den kleinen Obi-Wan. Die Lösung unseres Problems liegt irgendwo hier verborgen. Ja, es ist wohl wahr. Und das mit dem Protokolldruiden, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist nun mal passiert. Servus. Die Tür ist offen. Schnell. Let's go. Der Kontrollraum des Schiffes liegt direkt vor uns. Das Gute
Gute ist, er kann das Schild ja nicht. Shit, 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 shit. Wenn wir den Hangar erreichen, finden wir vielleicht eine Möglichkeit zu fliehen. Das war jene Szene, wo sie damals im Film den Super Sprint eingelegt hatten, der danach auch nie wieder folgte. Er hat's gerade schon wieder getan. Also, getan im Sinne von hier im Spiel. Wir leider nicht. Okay, jetzt sind wir erst einmal auf uns gestellt. Da ist unser Schiff. Gewesen. Yep. Das war unser Schiff. Links davon da unten die Belagerungstransporter, in denen die ganzen B1-Droiden lagern. Aua. Na dann halt so. Ein dezentes Labyrinth, ne? Okay, da ist erstmal nichts mit. Aha. Hier ist was. Ist da auch noch irgendwas? Ja. Der sichere Abflug höchstwahrscheinlich. Voila. Junge, Junge, Junge. Ach, shit. Okay, glücklicherweise ist der abgehauen. Ah ja, der nächste. Da kam wahrscheinlich auch gerade der Druide raus. Nein. Ah, schnell vorbei. Hat sich jetzt hier was? Ah, ich glaube ja, die Tür war offen. Okay, shit. Das war dann nicht ganz so vorteilhaft gerade. Okay. Komplett neu, wahrscheinlich. Ach du meine Fresse. Ich habe ein ungutes Gefühl. Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand vernebeln. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Wenn der Vizekönig der Handelsföderation eintrifft, müssen wir ihn davon überzeugen, das System zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Die Vizekönige der Handelsföderation sind Feiglinge. Dieses Treffen wird nur von sehr kurzer Dauer sein. Trotzdem, erwarte das Unerwartete. Willkommen. Ich bin TC-14, Protokolldroide und Diener der Handelsföderation. Ja, dann würde ich mal sagen, adios. Eliminiert sie! Also ich habe auch so das Gefühl, ja, es gibt keinen direkten Schwierigkeitsgrad hier in dem Spiel, wie mir scheint, aber ich habe mal so das Gefühl, dass aufgrund der Tatsache, dass es halt nirgendwo zwischenspeichert, ich dann doch mehr das Verlangen habe, mal hier einen solchen Blaster auszuprobieren. Weil, naja, auf lange Sicht gesehen, mit R2, was war die Rolle? Ja.
Naja, ich sag mal so, vielleicht kann das helfen. Die Tür ist offen, schnell. Aber sicher bin ich mir da auf jeden Fall noch nicht. Da gab's ja nichts. Qui-Gon macht hier schon gute Fortschritte ganz alleine. Hier muss sich eine Kontrollkonsole befinden, mit der man die Tür öffnen kann. Die Tür ist offen. Schnell! Vielleicht werde ich den Machtstoß auch einfach versuchen, öfters zu gebrauchen. Der Kontrollraum des Schiffes liegt direkt vor uns. Ich bin als erster da. Ah, shit. Wir sind in der Überzahl. Folge mir. Wenn wir den Hangar erreichen, finden wir vielleicht eine Möglichkeit zu fliehen. Schade. Aber wie auch da einfach durchrusht. Schönes Ding. Okay. Gut zu wissen. Also. Ich werde mal die Droiden, die hier umherkreisen. Da war das Schiff. Das ehemalige. Wenn das überhaupt irgendwas bringt. Ja, tatsächlich schon, aber die Teile schlucken halt ordentlich an Muni. Aber so kann man sich hier wenigstens mal vergewissern, dass man unter Umständen vielleicht irgendwas hat liegen lassen. Lassen wir den, der kommt erstmal vorbei. So, anscheinend die hellsten sind sie nicht. Oh, das waren die Druiden teils eigentlich noch nie. Achso, ist wahrscheinlich zeitgesteuert. Ah, ja, okay. Aber grundsätzlich, ey, mit dieser klobigen Steuerung, oh, erstmal hier zurechtzukommen, das ist ja haarig. Moment, da, das war der falsche Weg. Da längst. So, jetzt möchte ich mal den Weg gehen. Sie haben einen Sperrbereich betreten. Sie werden... Okay, okay. Das war schon mal ganz wichtig hier mit dem Medikit. Erstmal mit der Steuerung einfinden. Au, Herz. Ach, von hinten kommen auch noch welche. Oh, shit. Oh. Scheiße. Nein. Ah, damn it. Oh Gott, das sind ja viel zu viele. Da war ein Medikit. Ah, damn it, ey. Ja, krass. Puh. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, habe ich auch mittlerweile. Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand vernebeln. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon?
Wenn der Vizekönig der Handelsföderation eintrifft, müssen wir ihn davon überzeugen, das System zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Die Vizekönige der Handelsföderation sind Feiglinge. Dieses Treffen wird nur von sehr kurzer Dauer sein. Trotzdem, erwarte das Unerwartete. Willkommen. Ich bin TC14. Ich muss persönlich sagen, Qui-Gon sah selten so sexy aus wie hier. Hau nicht ab, Junge! Komm her hier! Hitbox-gemäß. Wie wir diese Tür öffnen können. Beeile dich. Es ist echt kompliziert. Wahrhaftig. Also mit dem Spiel, da habe ich mir jetzt selber was eingebrockt. Holy shit. Aber alleine schon aufgrund des Fanservices, muss ich persönlich sagen, gefällt es mir wirklich sehr. Und davon, bis jetzt habe ich ja noch nicht mal wirklich viel gesehen. So, ja, da ging der Timer. Das war die erste halbe Stunde. Extrem viel Fortschritt war es nicht, aber die Einfindungsphase muss ja auch erstmal Einzug halten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Hier muss sich eine Kontrollkonsole befinden, mit der man die Tür öffnen kann.